Servus Leute, wir haben heute das Urban Freeride Gerät dabei und wir gehen heute in und um Monaco ein bisschen Urban Freeriden. Auf geht's. Oh. Wow. Velo. Oui. So, erster Clip, Bunny Hop auf die Ledge, auf die Mauer darauf, da runter fahren und unten in die Treppen wieder rein. It's good. Ja. Ja. Erster Clip, Alter. Schauen wir weiter. Ich kenne noch ein, zwei Platzen. Abziehen. Mini Triple Set. Und dann unten sind noch ein paar Stufen, die probiere ich vielleicht. Da nochmal so dribbeln. Mal anschauen, das muss ich unterm Fahren fühlen. Okay. Ich würde noch mal von unten filmen. Ready? Pardon? Pardon? S'il vous plaît. Là? Mais vélo? Oui. Ça. Non, j'ai pas compris. Je monte pour là. Oui. Et je vais à droite après. Oui. Ça. Ok, c'est bon. Merci. De rien. Ja, ja, also wenn man kein Französisch kann und in der Stadt mit einem Fahrradfahrer Treppen runterfahren will. Schwierig. Boah. Den Opa hat es überhaupt nicht gejuckt. Ja, gar nicht. Also der dachte sich, ja, eh geil. Aber es macht so Bock. Oh. Immer noch eins vom Geilsten. Einfach Treppen fahren. Okay, lass uns zusammenpacken, gehen wir ins Auto und dann fahren wir zu ein paar bisschen größeren Treppen. Deal. Boah, das haben wir noch nie gesprungen, aber das sein verdächtig. Oh, und dann glaube ich, wäre tricky. Boah, wie willst du denn das machen? Ja, okay. Aber es geht schon. Alter, die sind richtig geil. Ja, bloß halt mit dem Schwung hier. Das ist halt. Aber sollte schon passen, ne? War der tief? Ja, bitte. Ja, die Crowd ist unbeeindruckt. Echt? Ja. Da muss ich echt sagen, der Imbissstand schaut richtig einladend aus. Alter, hier gerne einen Bosner. Du kennst keinen Bosner? Was ist das? Ach du Scheiße. Ja, lass mal einen zweiten Engel machen. Stark! Echt geil. Cool ist der, Sir. Hat sich der Architekt was mal gedacht? Okay, können wir es essen? Ja. Ich weiß nicht, ob du dein Hotdog-Ding da kriegst. Hotdog ist eine Beschimpfung für Bosen. Can we get two Hotdog? Ja, gut. Alter, ich finde das Setup dort echt richtig geil. Ich habe ein bisschen Stairs gesprungen, französischen Bosner bestellt. Life's good, Herr. Und, was sagst du? Nicht schlecht, aber mit Bosen hat es nicht viel zu tun. Boah, also jetzt auch mal ganz kurz appreciaten hier, wo wir sind. Ja, ich will dich jetzt hier auf der Mauer fahren sehen. Ja, ist ein bisschen sketchy. Findest? Ja, schon mal drin. Hi. Kann man da unten sogar in die Stairs dann reinspringen? Ja, Herr Wiebmann, das wird's halt. Aber ich kann ja mal gerade in den einer springen. Ja? Yep. Boah, Platten! Scheiße. Ja, dann wechseln wir Reifen. Und dann, oder? Ja, das muss schon gemacht werden. Ja, das muss schon gemacht werden, stimmt. Hey, mach dir ein neues Nizza-Video. Hi, servus. Boah, wir filmen nur ein bisschen. Das ist Fabio, gell? Hi, servus, ja. Okay, Reifen ist repariert. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg eigentlich zum anderen Spot nochmal gewesen. Jetzt sind wir aber da kurz stehen geblieben. So Treppensets, die kann man mit unterschiedlichen Rhythmus springen. Was willst du als erstes machen? Was willst du denken? Reinspringen. Da in die Hälfte rein.
Okay, Bunny Hop rein und dann den doppeln. Boah, das war satisfying. Ich könnte es nur probieren zu manualen. Übrigens, Leute, wir haben gerade die neue Sick X Masters of Dirt Kollektion gedroppt, unter anderem mit dem blauen Hoodie und einem blau-weißen Racing Gear. Schaut ziemlich nice aus. Ab jetzt im Shop erhältlich. Checkt euch was. Da brauchst du Schwung. Nicht mehr seit Doublen. Mal aufwärts. Geht. Oh. 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 Ah. Aber hey, geile Challenge. Er war ohne Hopper. Nice, den haben wir, obwohl er ein bisschen sketchy war. Oh. Geht noch irgendwas an der Mauer? Tire Tap. Gib ihm. Jetzt würde ich sagen, geht's auf zu dem Spot von davor und schauen, dass wir den von der Ledge richtig fein reinspringen. Einmal mit offenem Kofferraum gefahren. Oh, sie kennen sich gar nicht mehr aus. Ich hupe jetzt einfach. Okay, we are back vom gleichen Spot. Übrigens, leider, wir haben eine richtig coole Aktion für Bikeflip geplant. Wer Bikeflip nicht kennt, ist ein Marktplatz, den ich mit zwei Kollegen ins Leben gerufen habe. Für gebrauchte Fahrräder, gebrauchte Teile. Kann man easy verkaufen, kann man kaufen. Da müsst ihr in den nächsten Wochen Ausschau halten, weil da werden wir einen von euch sein Traumradl kaufen. Mit einem Gewinnspiel. Das wird cool, deswegen haltet die Augen offen. Davor quasi bin ich auf dem Kante da reingedacht. Das hat sich gut angefühlt, ist gegangen. Jetzt wird der Plan anfahren, den wegdrucken, den da runter. Ah, in die unterste? Sicher. Okay, ja. Jetzt gehen wir gleich auf den Big Sand. Ich hoffe leider, dass der Speed da halbwegs passt. Ja, du musst halt den schon ordentlich schön runterdrücken. Zum Abziehen halt. Ja. Aber ich glaube, es geht schon. Die Fans versammeln sich. Ja. Okay, let's go. Komm. Alter, nice! Aber clean! No, again! Ja, I'm done! Das ist richtig Tag! So, es war jetzt echt witzig, lustiger Tag auf dem Freerider. Das ist übrigens das Torque mit Double Crown, falls sich das wer fragt. So geiles Setup taugt mir richtig, vor allem für so Urban Freeride Sachen. Und ja, Merch ist jetzt genau zu dem Zeitpunkt gedroppt, also checkt euch was. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bald. Ciao, ciao, danke fürs Anschauen.